Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Channel rund um ungewöhnlich unterhaltsame und spektakuläre Fahrzeuge. Heute bin ich für euch in Stuttgart unterwegs. Ich möchte euch gerne mit auf die Reise nehmen rund um die Erfindung des Automobils. Und zwar hat 1886 Carl Benz seinen ersten Motorwagen patentieren lassen. 1926 wurde dann daraus mit Gottlieb Daimler zusammen die Daimler-Benz AG. Und eine der Marken der Daimler-Benz AG ist natürlich Mercedes, mit die bekannteste, würde ich wohl sagen, neben Unimog vielleicht. Ich bin heute vor dem Mercedes-Benz-Museum und werde das natürlich jetzt auch betreten. Und zwar für euch schaue ich mich da mal um und berichte einfach mal etwas über die Geschichte der Marke Mercedes. In diesem Sinne viel Spaß. Wenn euch das Video gefällt, Daumen hoch bitte, meinen Channel abonnieren, so noch nicht geschehen, und bis bald. Da ist sie dann auch schon, die Daimler Motorkutsche von 1886. Damit hat dann alles angefangen. 1,1 PS aus 462 Kubikzentimetern Hubraum. 18 km Höchstgeschwindigkeit, also gar nicht so schlecht. So sahen 1895 dann die ersten Omnibusse aus. Der 1955er Mercedes-Benz SLR Rennsportwagen. Das ist das erste gebaute Fahrzeug und wahrscheinlich auch noch das einzige, was existent ist. Es gibt noch einen Nachbau, einen wirklich nahezu perfekten, den hat Jay Leno. Ein 1938er Mercedes-Benz L6500 Pritschenwagen. Und was fällt hier am meisten auf? Die unfassbar große, lange Haube. Schnauze.